Hi, meine Lieben. Hallo, also als erstes wünsche ich euch ein frohes, tolles, glückliches neues Jahr, wenn man das so macht. Ja, dann würde ich sagen, geht's los. Also, mein Thema heute ist, meine Freunde haben mich viele Fragen gestellt und davon wurden ziemlich oft welche gestellt und davon habe ich mal 10 rausgesucht. Also, meine erste Frage lautet, was ist deine Lieblings-App? Meine Lieblings-App ist WhatsApp. Wer nicht weiß, was es ist sowas wie kostenlos SMS schreiben, Videos verschicken, Bilder, den Standort und noch so eine Sprachmemos. Also da quatscht man einfach ans Telefon und ja. Okay, meine zweite Frage lautet, was ist dein Lieblings-YouTuber oder YouTuberin? Also, meine Lieblings-, also ich habe ehrlich gesagt zwei. Die erste ist Bibis Beauty Palace. Ich weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen ist, aber die heißt Bianca, sie macht mit ihrem Freund auch so Videos, also lustige, und dreht auch Kosmetik-Sachen und mit Haare und sowas alles und macht dann auch DM-Hauls und ja. Und mein zweiter wäre die Lochis. Ich glaube, die kennt ihr auch, die müssen eigentlich viele kennen, die Lochis. Ja, ja, dann zur dritten Frage. Was würdest du machen, wenn du auf einmal in einem fremden Land wärst? Also erstens finde ich mal die Frage irgendwie dumm, weil was würdest du machen, wenn du in einem fremden Land wärst? Ich komme da nicht hingezaubert hin. Ja, also ich würde irgendwie mal nach Leuten gucken, ob ich mein Handy dabei habe und meine Eltern anrufen. Ja. Die vierte Frage lautet, wer ist deine beste Freundin? Meine beste Freundin ist, also sie heißt Charlene, ist 11 und ja, wir kennen uns schon seit dem ersten Jahr in der Kita und deswegen sind wir beste Freunde. Ja, dann kommt die fünfte Frage. Also, die fünfte Frage lautet, was ist dein Lieblingsessen? Mein Lieblingsessen ist Lasagne. Ich esse irgendwie total gerne Lasagne. Ja. Okay, meine sechste Frage lautet, macht dir YouTube Spaß? Ja, also mir macht es wirklich ziemlich Spaß, Filme, ja, genau, also Videos zu drehen. Und aber manchmal, wenn ich so eine Kommentare lese, wie ja, also Realschule und Vollasi und so, dann denke ich mir auch nur einfach Kopf hoch, weiter. Und ja, ich finde es natürlich nicht schön, wenn so welche, wenn Leute und da generell über Videos so eine Kommentare schreiben, weil sie soll mal selber, also nicht von mir jetzt aus, sondern so von anderen, die zum Beispiel Lieder machen oder so und die es dann vielleicht hässlich finden, sollen sie mal selber die Arbeit machen, weil sowas ist wirklich viel Überwindung und viel Film, also Dreharbeit und ja, das finde ich einfach nur irgendwie ein bisschen kacke. Meine siebte Frage lautet, was würdest du machen, wenn du berühmt wärst und dich jemand auf der Straße erkennen würde? So viel komische Frage. Also ich würde, also wenn er zu mir rennen würde oder sie, würde ich Autogramm geben, würde ich ein Foto machen und ja, das war's. Meine achte Frage lautet, was ist dein Lieblingssender? Mein Lieblingssender, Sender oder Sendung, Sender, ist, oh Gott.
RTL 2, RTL, sowas. Ja, meine neunte Frage ist, was ist deine Lieblingssendung? Aha, da haben wir es ja. Meine Lieblingssendung ist Berlin Tag und Nacht. Ja, das ist schon voll krass geworden, voll zur Sucht. Und ja, dann kommen wir auch schon zur letzten Frage. Meine letzte Frage lautet, was hast du für ein Handy und welche Marke? Und wie viele Hüllen hast du? Ich weiß nicht, ob ich schon mal ein Video gemacht habe von meinen Handyhüllen. Ja, von meinen Handyhüllen habe ich schon mal ein Video gemacht. Also ich habe 4 Hüllen. Ich habe ein Samsung Galaxy Ace, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt. Und ja, also meine derzeitige Hülle ist diese Gameboy-Hülle, die habe ich auch schon mal gezeigt. Und ja, dann war's das erstmal. Jo Leute, da bin ich wieder. Ja, ich wollte mich verabschieden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Konntet ihr was draus nehmen? Ja. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag.